Warum sollte man am 9. Juni wählen gehen? Es sind doch nur die Europawahlen. Es ist leider so, dass viel weniger Menschen zur Europawahl gehen. Dabei ist sie genauso wichtig wie jede andere Wahl, weil man direkt entscheiden kann, wer im EU-Parlament Entscheidungen für einen trifft. Und das ist wichtig, weil die Europäische Union in ganz vielen Bereichen unseres Lebens direkt wirkt. Und wenn man da seine Stimme nicht nutzt, da verpasst man was. Und deswegen ist es der absolute Aufruf, seine Stimme zu nutzen. Welchen Einfluss, welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der Europawahl auf die Menschen in Neumünster? Die Ergebnisse bei der Europawahl, die entscheiden erstmal, wie das EU-Parlament zusammengesetzt ist, also welche politischen Kräfte dort das Sagen haben. Was deswegen wichtig ist, weil wir überall in Europa tatsächlich schon einen Rechtsruck erleben und deswegen generell die Mitgliedstaaten mehrheitlich von Rechten regiert werden. Deswegen ist das EU-Parlament die letzte Bastion, die verhindern kann, dass der Rechtsruck in Europa passiert. Und deswegen ist das umso wichtiger, auch zu entscheiden, wer da eigentlich mitwählen darf. Wie läuft die konkrete Zusammenarbeit zwischen Brüssel und einer Stadt wie Neumünster? Hier ist der Draht sehr kurz zu Tobias Bergmann. Also wir tauschen uns regelmäßig aus darüber, was eben für europäische Themen so anstehen, was in Neumünster aufploppt. Ein konkretes Beispiel ist, als du mir erzählt hast, dass es einen Brand gab in den Entsorgungsbetrieben bei euch, verursacht von einer E-Zigarette, die nicht richtig entsorgt wurde. Und da haben wir darüber gesprochen, wie man da auf europäischer Ebene Regeln treffen kann. Da war es tatsächlich gerade so, dass wir auf europäischer Ebene über die Batterieverordnung gesprochen haben, die eben unter anderem Regeln dafür einführen wollte, wie man zum Beispiel Pfandsysteme bei sowas packen könnte, damit eben Batterien nicht fälschlich entsorgt werden und dann zu Brandursachen werden. Das ist etwas, das ploppt in der Kommune auf und kann in Europa gelöst werden. Und über sowas tauschen wir uns regelmäßig aus. Was muss im Zusammenspiel, in der Zusammenarbeit zwischen Brüssel und den Kommunen besser werden? Also wir sind ja nur 96 deutsche Abgeordnete, deswegen braucht es in den Rathäusern, in den Landesparlamenten überall Menschen, die europäisch denken. Da hat nicht jede Stadt so Glück wie Neumünster, dass das einen sehr europäisch denkenden Bürgermeister hat. Ich glaube, das Problem ist halt, dass politische Ebenen ganz oft immer auf die nächste Ebene zeigen. Die sagen, du bist schuld daran, wenn etwas in Neumünster nicht klappt, ist das Land schuld. Wenn etwas im Land nicht klappt, dann ist Berlin schuld und so weiter. Also wird immer Verantwortung nach oben oder nach unten gemacht. Aber eigentlich ist es genau wichtig, so wie Tobias und ich das handhaben und viele Kolleginnen und Kollegen im Land, dass man miteinander spricht und gemeinsam Lösungen entwickelt, weil die Ebenen eben zusammenhängen, die lassen sich nicht voneinander trennen. Und dafür braucht es mehr politisches Selbstverständnis bei allen Entscheidungsträgern. Warum sollte man sein Kreuz am 9. Juni hinter der SPD machen? Wer die SPD und damit auch mich wählt, wir sind ja als SPD ein Team, es gibt ja nur ein Kreuz bei der Europawahl, der macht eine Stimme für ein Europa, das Soziales in den Mittelpunkt stellt, das dafür sorgt, dass Menschen sich ihr Leben wieder leisten können, das für europäische Mindestlöhne kämpft und eben für Steuergerechtigkeit, weil gerade in diesen schwierigen Zeiten starke Schultern mehr tragen sollten. Das alles, dafür kämpft die SPD und ich ganz persönlich.